Ja, servus und herzlich willkommen zur Folge 5 von Dein Foto, mein Edit. Heute bearbeiten wir gemeinsam ein Foto von Konstantin Schubert, was er mir letztens zugeschickt hat. Und zwar ist das NGC 6960 der Sturmvogel. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ja, seine fertig bearbeitete Version vom Konstantin seht ihr jetzt hier. Das hat er mir eben so zugeschickt. Und er hat mir jetzt eben auch die ganzen Rohdaten geschickt. Und die werden wir sich jetzt dann gleich anschauen. Zuvor vielleicht noch kurz sein Equipment, was er eben hier verwendet hat. Und zwar, er hat mir eben geschrieben, seine Montierung ist eine Echo 6R Pro. Ja, Teleskope hatte das Ritchie Chrétien, keine Ahnung, wie man das ehrlich gesagt ausspricht. Das ist ein 8 Zoll Teleskop, also mit 203 mm Öffnung und 1626 mm Brennweite, mit einem Reducer auf 1080 mm Brennweite reduziert. Und Kamera hat er die Omegon FETEC 16000C verwendet. Die hat einen Panasonic-Sensor, hat er hier geschrieben. Guiding hat er über einen Off-Axis-Guider mit PHD2 gemacht. Ja, und die Bilder hat er mit Sharp Cap aufgenommen und mit Deep Sky Stacker gesteckt und kalibriert. Er hat auch Darks, Flats und Bias Frames verwendet. Das werden wir sich jetzt dann gleich noch anschauen. Ich habe ihn dann noch gefragt, wie hoch die Lichtverschmutzung war an dem Ort, wo er eben das Bild gemacht hat. Da hat er mir dann zurückgeschrieben, das war in Remstal bei Stuttgart und da hat er einen Burtelwert von 4 bei eigentlich Neumond, also 1% Mondphase hat er das gemacht. Und verwendet hat er dann noch den Bader Moon und Skyglow Breitbandfilter. Ach ja, das ganze Equipment verlinke ich euch auch mal alles unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr auch eben selber noch nachschauen, was quasi die Teile hier kosten. Also ich weiß es jetzt selber ehrlich gesagt noch nicht, also was die Kamera und so weiter kostet. Ich verlinke es euch aber jedenfalls unten und dann könnt ihr euch ja da auch gerne mal ein bisschen durchklicken. Ja, dann schauen wir sich jetzt mal seine Rohdaten an. Ja, wie ihr hier seht, er hat mir eben hier Bias Frames geschickt. Und dann hat er mir hier noch Darks geschickt. Das sind hier alles FITS-Dateien und Flats. Das schauen wir sich dann gleich im Astropixel-Prozessor an. Ja, und dann schauen wir sich hier noch die Lightframes an. Und da hat er mir jetzt hier ungefähr ja, 70 Lightframes geschickt. Und ich habe mir die aber schon ein bisschen durchgesehen. Und da muss ich sagen, ja, da hat irgendwas mit der Nachführung nicht wirklich funktioniert. Ihr seht hier, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen reinzoome, ja, das ist leider nicht wirklich gut nachgeführt. Also da sind ziemliche Striche hier geworden bei den Sternen. Ich weiß jetzt auch nicht, an was es liegt. Ich habe mir jetzt hier mal alle durchgesehen und habe dann alle gelöscht, wo halt die Sterne komplett strichförmig waren und wo die Sterne halbwegs punktförmig waren. Die habe ich dann eben gelassen. Und da sind jetzt hier noch. Ja, wie viel sind da jetzt noch übrig geblieben? Das sind jetzt hier noch 32 Light. Ja, eventuell ging in der Nacht ein bisschen viel Wind. Das kann eventuell ein Grund sein, weil merkwürdigerweise sind ja dann zwischendurch wieder Bilder dabei, wo es zumindest so halbwegs scharf sind, die Sterne. Aber man sieht schon, die Sterne sind immer so in einer Richtung strichförmig. Und ich war da hier schon gnädig. Also normal würde ich auch das Bild hier löschen, aber dann würden, glaube ich, nicht mal mehr 10 Lights übrig bleiben. Deshalb habe ich jetzt die mal so gelassen und die 32 werden wir jetzt dann stacken. Ja, man sieht jetzt auch hier bei seinem Bild, dass eben die Nachführung hier nicht wirklich optimal war. Okay, dann laden wir jetzt hier die Bilder rein in den Astropixel-Prozessor. Hier ist wichtig, dass wir ein Häkchen geben, weil es ja FITS-Dateien sind, dass eben das Ganze dann auch debiased wird. Und dann benennen wir das Ganze jetzt hier mal NGC 6960. So, dann laden wir sich hier die Lights rein und zwar nur noch hier die guten. Dann die Flats.
Und noch die BIOS Frame. So, ich habe mir jetzt hier mal die 32 LEDs, dann jeweils 20 Flat, Darks und BIOS Frames hereingeladen. Und dann schauen wir sich hier vielleicht noch vorher mal die Kalibrierungsdaten durch. Hier mal die Flat. So, und da geben wir jetzt hier den Stretch, ja, habe ich hier schon mal rausgegeben. Und hier das Häkchen bei Log weg. Und hier noch das. Ja, also von der Belichtung her passt's. Also ihr seht jetzt hier rot, grün und blau, ist es jetzt nichts über- oder unterbelichtet, von daher die Flat sehen soweit mal ganz gut aus. Er hat jetzt hier ISO bzw. Gain 700 genommen und eine Belichtungszeit von 1,5 Sekunden gehabt. So, dann schauen wir sich hier mal die BIOS Frames an und da muss ich hier natürlich jetzt den Stretch wieder reingeben. Okay, das ist ja komplett schwarz. Okay, da sieht man gar nichts. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Schauen wir sich mal. Also es war jetzt hier eigentlich sogar schon das Dark. Aha. Ich habe hier aber schon das Richtige geladen, oder? Schauen wir nochmal Darks. Ja, also die Darks hat er jetzt hier auch BIOS Frames genannt. Also da ist irgendwas schief gegangen. Und auch bei den BIOS Frames. Also selbst mit einem starken Stretch sieht man hier überhaupt keine Bilddaten, also ich behaupte mal, da ist irgendwas daneben gegangen. Das solltest du auf jeden Fall nochmal überprüfen und schau dir dazu gerne nochmal mein Video dazu an, über die Darks und BIOS. Also die BIOS Frames sollten normalerweise auch eine Belichtungszeit so wie die Flats haben, also 1,58 Sekunden und die Darks, die sollten eigentlich eine Belichtungszeit von 120 Sekunden haben. Okay, also die können wir jetzt aber dann hier rauslöschen. Dann lösche ich jetzt hier mal die Darks und die BIOS raus, weil da sind ja keine Bildinformationen drinnen. Damit können wir eigentlich nichts stacken hier. So, das hier auch noch weg. Dann nehmen wir einfach nur die Lights und die 20 Flats. Und jetzt schauen wir sich hier noch die Lights an. Und zwar gebe ich jetzt hier mal den Stretch raus. Ja, weil das habe ich mir nämlich jetzt hier auch schon fast gedacht, mit den Gains von 700 brennen dir hier die Sterne schon alle aus. Also das ist halt nicht so optimal, weil dadurch hat man dann später keine Sternfarben mehr im Bild, weil die einfach hoffnungslos überbelichtet sind. Also da solltest du in jedem Fall ein bisschen runtergehen mit dem Gain. Also ich würde generell bei Deep Sky eher Gain 0 nehmen. Ja, und offensichtlich hast du hier auch nicht sauber fokussiert gehabt. Schau mal hier. Da siehst du von den Spikes die hier zweimal. Also normalerweise sollte da nur ein feiner Spike sein. Und das ist eigentlich ein Zeichen davon, wenn du nicht hundertprozentig fokussiert hast. Wenn ich jetzt hier mal schaue. Ja, da wurde ein bisschen besser fokussiert. Ja, da ist er noch schlechter. Oder hattest du so Doppelspikes bei dem Teleskop? Jedenfalls sieht das hier ein bisschen merkwürdig aus. Also ja, okay. Lassen wir das Ganze jetzt hier mal so. Und dann gehe ich jetzt hier eben auf Integrate. Ansonsten würde ich hier mal alles so lassen, wie es ist. Und dann geben wir hier noch ein Häkchen bei dem Rejection Map, das uns erstellt. Und dann klicke ich jetzt hier auf Integrate. Dann bestätigen wir das Ganze jetzt hier noch mit OK. Okay. Ja, jetzt will er hier natürlich ein Master BIOS bzw. ein Master Dark Flat. Das haben wir jetzt aber hier beides nicht. Schauen wir mal, ob er es jetzt trotzdem macht. So, der Stack ist jetzt hier durchgelaufen und das, was ihr jetzt hier seht, das ist die Rejection Map. Und ja, die sieht eigentlich soweit mal ganz unauffällig aus. Man sieht aber hier schon, dass eben andere Bilder nicht ganz deckungsgleich hier waren, also mit der Schärfe und so. Deshalb sieht man jetzt hier auch mal so die Doppelspikes. Da dürfte anscheinend wirklich der Fokus nicht bei allen Bildern exakt gepasst haben. Dann laden wir sich jetzt hier mal das Sommerbild. So, und das sieht jetzt hier eben so mal aus.
Können wir das noch ein bisschen größer machen? Ja, also ich finde, die Flats haben hier auch nicht hundertprozentig gepasst. Also da oben ist er ziemlich hell. Und wir haben jetzt hier auch noch einen starken Helicut-Gradienten drinnen. Und ich werde jetzt hier mal mit den Tools vom Astropixel-Prozessor jetzt mal versuchen, dass ich hier noch ein bisschen was retten kann bei dem Bild. Und wie ich das mache, das lasse ich jetzt mal ein bisschen schneller durchlaufen, weil es ist eigentlich eh immer quasi das Gleiche. Und es gibt da schon 4 andere Folgen, wo ich das im Langsamen sozusagen zeige. Und deshalb jetzt hier mal ein bisschen flotter. So, das wäre jetzt hier mal meine Version vom Astropixel Prozessor und so werde ich mir das Ganze jetzt hier mal speichern unter NGC 6960, dann TIFF, sRGB und 16 Bit und so werde ich das Ganze jetzt dann noch in Photoshop öffnen und dann noch ein bisschen weiter bearbeiten. So, als erstes würde ich vielleicht das Bild mal um 180 Grad drehen. Gefällt mir, glaube ich, so fast besser, ehrlich gesagt, wenn man das Ganze dreht. Ja, und dann hier eben eine neue Ebene erstellen mit Ctrl und J. Und dann würde ich mal als erstes in das Toppad die Noise AI reingehen. Und dann werden wir das Ganze mal ein bisschen entrauschen. So, dann sucht man sich jetzt hier mal eine Stelle, wo wir vielleicht ein bisschen was vom Hintergrund haben und auch vom Nebel da drinnen. Und dann aktivieren wir jetzt hier mal den Lowlight-Mode und ja, Sharpen gehen wir mal ein bisschen zurück und vielleicht mit dem Entrauschen ein bisschen rauf. Und dann wichtig, das Recover Original Details so auf ungefähr 40, Color Noise Reduction so auf 0,15 ungefähr. So, jetzt haben wir hier diesen Vorher-Nachher, Vorher-Nachher. Ja, das sieht schon ganz gut aus so. Vielleicht können wir noch ein bisschen weiter hier aufstellen. Ja, dann wird es nicht ganz so arg entrauscht. Okay, Apply. Dann wird es jetzt aufs gesamte Bild angewendet. So, ich zoome jetzt hier noch mal ein bisschen weiter rein. Ja, also ich glaube, der Fokus war da wirklich nicht hundertprozentig getroffen. Man sieht es auch hier bei den Spikes. Und dadurch wirkt natürlich das ganze Bild ein bisschen unscharf. Dazu kommt dann natürlich noch, dass die Nachführung nicht 100% gepasst hat. Ja, also da kann man halt dann auch später in der Bildbearbeitung nicht mehr so viel rausholen, wenn natürlich schon die Rohdaten nicht ganz optimal sind. Aber egal, wir werden jetzt hier trotzdem noch versuchen, das Bestmögliche herauszuholen. Dazu kopiere ich mir jetzt hier mal das Ganze auf eine neue Ebene herauf. Und dann gehen wir hier bei die Photoshop Action rein und dann verwende ich immer ganz gerne dieses Local Contrast Enhancement. So, jetzt haben wir hier diesen Vorher-Nachher und den darf man natürlich jetzt hier nicht am Hintergrund anwenden, sondern nur hier in diesem Bereich von diesem Nebel, der übrigens durch eine Supernova entstanden ist und quasi die Überreste von einer Supernova sind. So, hier mit gedrückter Alt-Taste auf dieses Symbol da unten, dann entsteht hier eben eine schwarze Maske und dann können wir mit einem Pinsel, ja, so 70% passt, mit einem weichen Pinsel, können wir eben dann jetzt hier diese Bereiche wieder ein bisschen durchzeichnen. So ungefähr. Dann haben wir jetzt hier diesen Vorher-Nachher, Vorher-Nachher. So, dann kopiere ich mir das Ganze jetzt hier nochmal rauf auf eine eigene Ebene. Und als nächstes werden wir mal die Sterne ein bisschen verkleinern. Da verwende ich auch ganz gerne zum Auswählen der helleren Sterne diese Photoshop-Aktion hier, Select Brighter Stars. Hier wieder auf Ausführen klicken. Dann zoomen wir jetzt hier mal ein bisschen rein. Und dann müssen wir jetzt hier die Auswahl noch ein bisschen erweitern. Dafür auf Auswahl hier gehen, Auswahl verändern, erweitern. Ja, und nehmen wir vielleicht hier mal um 4 Pixeln. Ja, könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen größer machen. Gehen wir nochmal um einen Pixel dazu. Ja, so sieht es ganz gut aus. Und dann sagen wir noch weiche Kante. Nehmen wir mal
2 Pixel. Ja, dann machen wir es nochmal um einen Pixel größer. Gehen wir nochmal auf Auswahl verändern, erweitern und nochmal um einen Pixel. So, dann rechte Maustaste hier in ein Smart-Objekt konvertieren. Und dann hier auf Filter, sonstige Filter, dunkle Bereiche vergrößern. Hier muss auf Rundheit gestellt sein und dann können wir hier mal ein bisschen raufgehen. Ja, gehen wir vielleicht mal so auf 2 Pixeln. Okay. So, dann haben wir jetzt hier diesen Vorher, Nachher, Vorher, Nachher. Und sollten uns jetzt hier die Sterne doch ein bisschen zu klein geworden sein, können wir jetzt hier mit einem Doppelklick wieder reingehen und dann zum Beispiel auf 1,5 stellen. Wieder auf OK. Und das funktioniert eben deshalb, weil wir es ja vorher in ein Smart-Objekt konvertiert haben. Okay, kopieren wir sich das Ganze nochmal hier rauf auf eine neue Ebene. Dann werden wir noch das Astroflat Pro hier anwenden, um eben hier nochmal den Hintergrund ein bisschen zu ebnen. Und da verwende ich eben ganz gerne hier dieses Astroflat Pro. Da kann man jetzt hier mal den Stretch aufs Maximum erhöhen. Und dann kann man eben jetzt hier mit diesen Reglern das so einstellen, dass halt der Hintergrund schön eben wird. Also man darf es jetzt nicht übertreiben, nicht so weit runterziehen, sondern halt nur so ganz leicht, ganz dezent. So, mit diesem Regler hier so ungefähr und das Dark Noise, ja ungefähr so. So, jetzt haben wir hier vorher, nachher, oder gehen wir mal diesen Stretch hier weg, vorher, nachher. Und da sieht man einfach, wie auch hier nochmal der Farbgradient ein bisschen rausgeht und auch nochmal ein bisschen ebener wird. Also da waren noch ein bisschen Helligkeitsgradienten drinnen. Die sind jetzt dann weg. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir noch ein bisschen die Farben im LAB-Modus. Dazu hier mal alle Ebenen auf einen Hintergrund reduzieren. Dann hier auf Modus LAB wechseln. Dann wieder eine neue Ebene erstellen mit Ctrl und J. Dann hier auf Bild. Bildberechnungen und dann hier auf den A-Kanal und statt multiplizieren auf weiches Licht beim Mischmodus. Und jetzt haben wir hier mal vorher, nachher, vorher, nachher oder probieren wir mal strahlendes Licht, schauen wir mal, was da macht. Ja, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ja, da würde ich vielleicht sogar eher strahlendes Licht nehmen und dafür aber hier nur auf 70% bei Deckkraft. Okay, dann nochmal rein auf Bildberechnungen, dann dasselbe nochmal mit dem B-Kanal. Gehen wir hier mal auf 100, damit man auch mal was sieht. Und dann schauen wir hier mal ineinander kopieren, weiches Licht, hartes Licht oder strahlendes Licht. Ja, vielleicht hier eher weiches Licht. Und nehmen wir nochmal strahlendes Licht. Ja, und dafür halt hier die Deckkraft stark reduzieren. Vielleicht so auf 30. Ja, oder vielleicht doch lieber weiches Licht. Und dafür 40. Das ist halt immer so ein bisschen Geschmacksfrage. Kommt auch immer aufs Foto drauf an. Ja, lassen wir es vielleicht so. So, jetzt haben wir hier diesen Vorher, Nachher. Vorher, Nachher. Okay, gefällt mir schon ganz gut soweit. Wieder auf eine Hintergrundebene reduzieren und dann gehen wir da zurück hier auf RGB. Ja, und zum Schluss stellen wir jetzt hier den Hintergrund noch auf die richtige Helligkeit ein. Dazu hier mit rechter Maustaste auf das Farbaufnahmewerkzeug. Wichtig ist da oben, dass man auf 5x5 Pixel stellt. Oder auch 11x11, aber 5x5 passt eigentlich ganz gut. Und dann sucht man sich hier einen Bereich, wo eben keine Sterne sind. Und dann vielleicht auch da unten noch und da oben noch. Und jetzt schauen wir hier die RGB-Werte an. Ja, vielleicht vorher nochmal den Grünstich entfernen. Hier nochmal eine neue Ebene. Und dann auf Filter, das Hasta La Vista Green, hier auf Strong. Und dann hier beim Mischmodus stellen wir hier auf Farbe. Ja. So, und dann legen wir uns jetzt hier eine Tonerkorrektur drüber und dann ziehen wir sich jetzt hier die Tiefen ein bisschen rauf, dass wir hier ungefähr die RGB-Werte von 20, 20, 20 haben.
So ungefähr, also wie man jetzt hier sieht, das passt hier eh schon ganz gut. Also das beim Zweier hier ist minimal zu blaustichig. Beim Einser dafür, das ist der, was dahinter hier ist, der ist ein bisschen zu rotstichig. Und der Dreier hier auch. Ja, da haben wir noch ein bisschen am Farbgradienten drinnen. Von links oben nach, also von rechts oben nach links unten, wie man hier sieht. Ja, den könnte man vielleicht hier noch entfernen, den Farbstich. Dann legen wir hier noch eine Ebene an, und zwar eine Farbbalance-Ebene. Und dann sagen wir jetzt hier zum Beispiel, gehen wir ein bisschen, ja genau so, sodass es halt quasi oben passt. Jetzt haben wir hier 36, 36 und unten 33. Vielleicht gehen wir noch so auf minus 6 hier. So, und jetzt haben wir hier eine Ebene, eine Maske. Und jetzt ist natürlich links unten hier, wo der 2 ist, ist jetzt hier im Verhältnis zu viel Blau drinnen. Das heißt, wir müssten jetzt hier einen Farbverlauf machen. Und das können wir ganz einfach tun, indem wir jetzt hier eben von dieser Maske hier einen Verlauf machen. Und das geht ganz einfach hier mit diesem Verlaufswerkzeug. So, und da ist es jetzt halt nur wichtig, dass ihr hier eben diesen Verlauf hier auswählt, zum Beispiel den hier. Und dann müsst ihr hier beim Mischmodus auf Normal stellen. Und dann könnt ihr hier einfach mit also so einen Verlauf hier runterziehen, dann loslassen. Und jetzt haben wir hier einen Verlauf von dunkel, also von schwarz nach weiß. Jetzt mit gedrückter Alt-Taste hier auf dieser Maske, dann blendet man sich das Ganze jetzt hier wieder aus. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den jetzt richtig gedreht haben. Ja, genau, weil wenn ich das Ganze jetzt hier invertiere, ihr seht es jetzt hier, jetzt ist es wieder ein bisschen blaustichig hier. Okay, na, jetzt müssen wir es doch hier umdrehen mit Ctrl und I. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Ja, jetzt ist es besser so. So, jetzt, ihr seht jetzt hier vorher, nachher. So, jetzt hätten wir es so ungefähr, die RGB-Werte. Also jetzt haben wir hier 28, 29, 28, 27, 26, 25 und hier 23, 22, 24. Also so halbwegs passt jetzt hier mal von den Farben her. Ich finde es jetzt dennoch vielleicht ein bisschen zu stark gesättigt. Gehen wir vielleicht hier noch ein bisschen zurück mit der Sättigung, ungefähr so. Okay, dann reduzieren wir das Ganze auf eine Ebene. Wichtig ist jetzt hier noch, dass man diese Pipetten hier wieder löscht und dann auch noch hier bei den Select Stars unter Kanäle, dass man auch das jetzt hier wieder löscht. Ja, das wäre jetzt hier mal meine finale Bearbeitung. Vergleichen wir es vielleicht noch kurz mit dem Bild von Konstantin. Also das war jetzt hier seine Version und das ist jetzt hier meine Version. Ja, eben wie schon gesagt, ich kann dir eben noch den Tipp geben, schau mal, dass die Nachführung mal noch ein bisschen besser funktioniert, dass eben die Sterne auch bei 100 Bildern, dass zumindest 95 schön punktförmig sind. Ja, und dann würde ich als nächstes noch schauen, dass du die Darks und auch die BIOS-Frames, da dürfte irgendwas daneben gegangen sein, weil da sind einfach komplett schwarze Bilder, die du mir da jetzt zumindest geschickt hast. Deshalb konnte ich jetzt eben hier keine Darks und BIOS abziehen. Und aber auch bei den Flats dürfte irgendwas noch nicht hundertprozentig gepasst haben, weil eben auch das nicht hundertprozentig funktioniert hat. Aber ansonsten finde ich, sieht das Ergebnis hier gar nicht so schlecht aus. Dafür, dass es jetzt hier nur ungefähr eine Stunde Belichtungszeit sind. Okay, also ich werde dir jetzt dann hier dieses Bild schicken. Und ich hoffe, ja, du bist zufrieden mit meinem Ergebnis hier. Ja, wenn ihr auch mitmachen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Schickt mir bitte einfach eine E-Mail unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse daniel@nimmervoll.org. Schreibt mir bitte, welches Bild ihr für mich hättet, wie viele Stunden Belichtungszeit es in etwa sind und mit welchem Equipment ihr das Ganze aufgenommen habt. Und dann melde ich mich bei euch in Kürze und dann schreibt man sich eben da kurz zusammen, ob es eben Sinn macht, dass ihr das Ganze hochlädt und ob ich das dann eben für meine Videoserie eben hier Dein Foto, mein Edit dann verwenden werde.
Ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich fürs freundliche Zusehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Gebt mir auch gerne unten Feedback, wenn euch danach ist. Und damit wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, sternenklare Nächte. Ciao, ciao.